Oder irgendwas mit Grundfruchtbarkeit T. Die hätte Mais. Sokovs Insel. Die wäre natürlich perfekt für meine Belangen. Belangen? What the fuck? Für meine Belange, ohne N. Die hat Trauben und Obst, das bringt mir aber gar nichts. Außer ich source die Obstproduktion hier aus. Und mache hier mehr Mais auf. Das würde theoretisch gehen. Kann ich hier dann Milch auch mit unterbringen? Da müsste ich die Baupläne von Valle benutzen. Dann wird das gehen. Und ich habe schon wieder vergessen, meinen Timer zu starten. Ich hasse es. Der Timer ist so sinnvoll, wenn man ihn ständig vergisst zu starten. Echt. Wie viel habe ich denn hier? Hier habe ich... Das sind Obstgärten, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und wie viele Milchfarmen? 1, 2, 3, 4, 5. Das kriege ich doch auf der Insel auch unter, oder? Das müsste gehen. Das mache ich jetzt mal. Das ist eine Tätigkeit. Da habe ich wieder was von. Irgendwo habe ich doch gerade mein Kommandoschiff noch hingeschickt. Ach, hier rauf. Genau, weil ich wieder aufbauen wollte. Da wäre auch schon wieder völlig verpeilt. So. Da muss hier kurz Gemüse. So. Und hier, glaube ich, war noch eine, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. 4 von 5. Okay, nicht optimal. Die hat 5 von 5 und die hat auch 5 von 5. Okay. Die produziert jetzt nicht optimal hier. Weil Baum. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht, weil hier, wie gesagt, das nicht so ganz funktioniert. Kann ich vielleicht da was effektiver bauen? Ich bezweifle es ja. Nee, geht nicht. Es war schon die effektivste Bauweise, die der Computer da gebaut hat. Geht also leider nicht anders. Dann produziert die halt nicht ganz so effektiv. Warnung. Und hier müssen zwei Flussbauplätze belegt werden mit Sandextraktoren. Wenn ich Werkzeug hätte. Es hat das Schiff jetzt schon wieder abgeholt, oder? Halt! Du lädst das Werkzeug wieder aus. Dann darfst du wieder fahren. So. Ja, du darfst wieder fahren. Genau. Dann baue ich wieder die zwei Sandextraktoren hier hin. Und hol meine Baumaterialien ab. Was brauche ich denn eigentlich für diese Obst- und Dingsproduktion? Biodrinkproduktion. Da brauche ich Glasholzwerkzeug. Okay, Glasholzwerkzeug brauche ich. Mal ein Ding Werkzeug, Holz natürlich und Glas kann ich von der Nachbarinsel holen. Dann nehme ich hier lieber noch mal ein bisschen mehr Werkzeug mit. So, dann, wo wollte ich jetzt hin? Hier. Aber natürlich brauche ich auch noch Bauzöllen, weil ich ja ein Konto gründen muss irgendwie. Da schicke ich jetzt eine Hovercraft, geht ja nicht. Das hat ja nicht genügend Kapazität. Da schicke ich jetzt das nochmal nach. Mit Bauzöllen und Werkzeug. Die Werkzeug haben wir eh schon genug drüben, oder? Oh, da kann man nie genug haben. Du kaufst jetzt mal noch schwere Waffen. Alles, was Sie benötigen. Kommen Sie vorbei, wenn Sie wieder etwas benötigen. Und lieferst die hier ab. Ich glaube, ich kann auch mit hier. Mit Shift. Shift und L. Lädt er das aus? Kann das sein, wenn ich hier Shift L drücke? Ich probiere es mal. Schauen wir mal, ob er das auslädt dann. So Shortcut-technisch. Jetzt muss ich hier mal das Glas rüberliefern. Mal ein bisschen Gas geben hier, mein Freund. Da geht die Framerate immer ein bisschen in den Keller. So, 100 Tonnen sollten erstmal reichen. Ich hau da mal wieder ab. Oh, tschüss, Trenchy. War schön mit dir. So, das fährt jetzt runter zu dieser Insel. Da müssen sich jetzt gleich drei Schiffe einfinden da auf der Insel. Die Firma erwartet, dass Sie sich um diese Schiff Angelegenheit kapern. Kümmern. Habe ich aber gerade ehrlich gesagt keine Lust zu. Nö. Gewöhnlich bin ich. Entschuldigung. So, jetzt muss ich nur auf die Viper warten, die mit meinen Bauzellen hier ankommt, dass ich den Kontor bauen kann. Und warum ist mein Konto schon wieder... mein Countdown schon wieder gestoppt. Habe ich ihn gerade gestartet. Ich glaube, der Countdown will heute nicht countdownen. Oh Gott, war der schlecht. Und du hast jetzt ausgeladen. Einwandfrei. Kann ich jetzt wieder eine Fiber produzieren oder habe ich zu wenig Waffen? Ne, jetzt geht's. Alles klar, da kann ich den Verlust auch wieder ausgleichen. Weil das habe ich ja failigerweise wieder mal verkackt. Und du baust jetzt hier einen Konto.
Du baust jetzt hier den Kontorsack. Diese Anweisungen kommen direkt vom Vorstand. Alle flüchtenden Fahrzeuge vernichten. Was haben wir denn für eine Flotte, ihre Bemühungen, neue Standorte zu akquirieren. Ja, sonst noch Wünsche? Nö. Genau wie ich es erhofft hatte. Ach, der Schemus hat vorgeschlagen, den Auftrag zu ignorieren. Okay. Ja, wir sind ja eh Eco, also passt es ja ganz gut, dass wir das ignoriert haben, auch wenn es jetzt unabsichtlich war. Oder unbedacht. So, hier habe ich jetzt ein bisschen Startkapital, dass ich schon mal anfangen kann hier zu bauen. Okay, fast. Es fehlt das Holz, das war ja klar. Ich müsste mich jetzt tatsächlich an den Bauplänen von Valle orientieren. Da müsste ich aber jetzt kurz die Aufnahme pausieren, weil ich die gerade nicht zur Hand habe. Die habe ich irgendwo auf dem Rechner gespeichert. Schlecht. Dann baue ich jetzt erstmal hier die Siedlung so, dass ich die komplett im Besitz habe. Und dann klatsche ich die einfach so weit voll, wie es geht. Wie viele haben wir hier nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Das läuft ja gut, oder? Executives, bitte. Ja, das läuft gut. Da haben wir auch steigend, also da können wir die Produktion können wir so lassen. Keine Milchfarm, ich wollte eigentlich die haben. Eins. Ich baue die mal ein bisschen näher zusammen, weil die haben ja, glaube ich, keine so große. Oh, die haben doch einen ganzen Haufen, aber es geht. Hier baue ich dann gleich die Green Alleys, dass ich hier ein bisschen effektiver bin gleich. Die werden natürlich alle gleich ausgebaut. Und dann habe ich kein Werkzeug mehr. So, mal das Zeug rüberladen. Du kannst wieder zurück zur Hauptinsel fahren. Und du, mein Freund, fährst wieder zurück hier nach hier oben. Dann bauen wir hier weiter Obstfarmen. Muss ja auch sein. Energieversorgung mangelhaft. Und dann ist die Energieversorgung schon wieder mangelhaft. Ach, das geht hier auch mit Shift, dass dann alle gleichzeitig gebaut werden. Das ist dann natürlich produktivitätstechnisch sehr cool. Hier mal rum. Jetzt kann ich aber... Ach, das hat schon eine Verbindung gehabt. Ich hab's wieder nur verpeilt. Nein. Egal. Jetzt hat's noch eine. Registriere neues Fahrzeug. Und jetzt muss ich hier natürlich auch Offshore-Windräder bauen. Sonst wird das nichts mit der Energie. Brauche ich gleich mal drei Stück. Na, so. Es sollte vorerst mal reichen. Jetzt habe ich hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und keine Bauzeilen mehr. Oder keine Materialien allgemein. War ja irgendwie klar. So, hier kann ich jetzt mal durchbauen, dann hier und dann hier anschließen. Und natürlich meine obligatorische Verbindung. Ich bin da ja, wie gesagt, so ein alter Freak, was sowas angeht. Das kann ich mir wieder nicht leisten, weil ich keine Baumaterialien habe. Das ist irgendwie ja nicht so optimal. Was fehlt denn? Glas habe ich momentan genug. Bauzellen, Werkzeug und Holz fehlt. Ja, das kann ich natürlich nicht alles rüber transportieren. Produktion gestoppt. Bauzellen und Holz kann ich mal transportieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles klar. Pausiere ich aber jetzt nochmal. Weil ich muss erstmal alles bauen und die Produktion richtig anlaufen lassen, bis ich das alles umstelle mit den Handelsrouten. Da brauche ich ja dann auch eine neue Handelsroute für. Weil ich ja von hier dann die komplette Bio-Drink-Produktion verlagere. Dann bleibt hier nur noch Pasta und Biopolymer. Mitsamt einem neuen Kraftwerk. Mal schauen, was das eigentlich macht hier. Ja, wird langsam. Und hier, es wird auch langsam. Wie lange braucht es noch? Hallo? Hallo? Zeigt es nicht an, okay. Dann halt nicht. Mein Kommandoschiff ist auch wieder da. Das darf jetzt mal Holz rüber transportieren. Und Werkzeug und Bauzeugen. So, jetzt gebe ich mal Gas, bis die beiden Schiffe angekommen sind, weil die Viper braucht ja da auch ewig für die Strecke. Wenn sie vollgeladen ist. Es scheint, als wäre ihre Methode äußerst. Ja, Sokov wittert gute Geschäfte, wo er auch immer die wittert. Verfügbar. Ein Schwerwasserkühlsystem, was bringt man da das?
Was bringt mir das? Ich muss ja da irgendwie in den Kontor schauen, oder? Was das bringt. Wo ist denn da der nächste Kontor? Items. Wo ist das? Nicht da. Dann ist das scheinbar... Okay, kann ich da nicht irgendwie einsehen, was ich da so im Lager liegen habe? Scheinbar nicht. Aber ich muss weiter forschen. Es kostet zwar einen Haufen Geld, aber es lohnt sich. Ich muss auf jeden Fall weiter forschen, weil ich brauche ja dieses Item für das Staudamm-Upgrade-Gedöns. So, jetzt müsste ja auch meine Flotte angekommen sein, jedenfalls das Schiff hier. Kann ich jetzt... So, jetzt ist das auch voll ausgebautes Teil. Und unser Viper-Gedöns-Ding kommt wieder zurück. Wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11 und die 12. Geht natürlich wieder nicht. Das war ja irgendwie wieder klar. So, mal alle mit Weg versorgen hier. Alle mit Weg versorgen, das hört sich auch irgendwie komisch an. So. Dann fehlt nur noch eine. Die muss halt dann noch ein bisschen warten. Da kommt jetzt erstmal noch ein Weg hin. Wie gesagt, da bin ich immer ein großer Fan von Wegen. Was fehlt denn? Werkzeug. Okay, da muss ich auf das Kommandoschiff warten, das hier irgendwo angetuckert kommen müsste. Ich glaube, ich sehe es auch schon. Das braucht halt nur leider ewig. Ach, und ihr werdet natürlich erstmal angehalten. Du darfst ausladen und wieder zurückfahren. So, dann kommt hier noch eine hin. Ja, okay, bauen wir erst die Dinger, die Wege, die Felder. Haben wir jetzt hier dann eigentlich bei der Produktion irgendwo Achtung, Überschuss? Produktionsstillstand. Milch haben wir keinen Überschuss, Obst auch nicht, okay. Dann passt, dann geht die Produktion relativ gut auf, also müssen wir jetzt nur noch 5 Kuhfarmen hier bauen. Das hört sich auch irgendwie falsch an, Kuhfarmen. Das müsste so gehen. Jupp, geht. Dann gleich mal nochmal eine. Und hier die dritte. Die vierte. Mal schauen, ob das klappt. Und die fünfte. Mal schauen, ob das alles klappt hier. Das hat 6 von 7. Ach, da passt keine mehr hin. Das hat 2 von 7. Das ist natürlich ganz optimal hier. Das hat 6 von 7. Alles nicht wirklich optimal. Ja, das muss ich anders machen. Das hier hinten, das geht so nicht. Das kann man keinem anbieten. Hier wird natürlich auch noch stillgelegt. Das kann ich da so keinem anbieten. Muss ich mal schauen, wie viel Platz ich hier brauche. Das muss eins nach oben. Okay, jetzt brauche ich nur kurz... So, jetzt müsste es gehen. Nein! Aber überhaupt habe ich jetzt eins zu weit oben gebaut. Das wollte ich auch wieder nicht. Wie gesagt, das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil ich das jetzt rausfinden muss, wie ich das am blödsten baue. Hier kann ich ja ganz nach außen gehen. Drei. Da kann ich das eigentlich auch nochmal verlegen, oder? Und zwar hier ran. So. Das hat dann hier noch einen. 6, 7. Okay. Das ist schon mal halbwegs optimal genutzt. Ups. Ich komme immer auf Auto. Also, auf Auto platzieren, nicht aufs Auto. Da kann ich das noch verlegen vielleicht. Geht das irgendwie? Nicht wirklich. Muss ich da noch die verlegen vielleicht? Muss ich hier ein bisschen komplett umbauen mal. Dann kann ich hier... jetzt habe ich sogar eins zu viel. Dann mache ich das so, dass das ein bisschen was gleich schaut hier wieder. Und dann kann ich hier nämlich noch meine Felder hinbauen. Wie viel habe ich denn jetzt? 4 Stück. Eins muss noch hin. Eine Farbe. Schau, ob ich die da oben raufkriege. Ich glaube da ja noch nicht dran. 1, 2. Na, Autospeichern. Servus. 3, 4. Nee, das ist nix, oder?